noch ein wenig mehr Verantwortung auf unseren Schultern. Ja. Nun, wenn wir es nicht könnten, hätten die Götter uns nicht auserwählt. Ach, der Fluch der Kompetenz. Gut, dass ich schon arrogant bin, sonst würde es mir vielleicht zu Kopf steigen. Ob die da hinten endlich aufgehört haben zu labern? Es sieht nicht so aus und oh, ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Mir brummt jetzt schon der Schädel. Ach, und dann Oheim dies und Oheim das? Bestimmt habe ich heute Nacht einen Albtraum davon. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als Geschichtstheorie. Ich würde euch nicht zustimmen, aber jedem das seine. Ich habe ganz ehrlich genug Geschichte mittlerweile erlebt, dass ich nicht mehr wissen will, was als nächstes passiert. Das sollte den Menschen auch nicht bestimmt sein. Aber gut, meinen kleinen Nervenzusammenbruch hinter uns gelassen. Isachum, was sagst du denn zu unserem neuesten Entwicklungen, zu diesen ganzen Verhandlungen, die wir geführt haben? Ach. Wir sind am Leben. Das ist positiv zu werten. Darauf können wir anstoßen. Alles andere, ich habe nach wie vor ein schlechtes Gewissen, dass wir Yasina Melina gehen lassen. Obwohl sie gesagt hat, dass sie dazu bereit ist. Ja, sie ist dazu bereit. Es ist einfach keine Situation, in der wir gewinnen können. Entweder wir opfern eine Seele oder wir verdammen Tausende, Abertausende. Ich denke auch nicht, dass er mit Maraskan oder den Gebieten in Ostobrien Halt machen wird. Havax meine ich jetzt. Oh, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber wenn sich unsere Feinde gegenseitig bekämpfen und wir Zeit gewinnen, Zeit, die wir einfach brauchen. Er hat schon recht. Die 12 Götterlande sind am Boden. Aber nun gut, wann war das nicht der Fall? Und immer noch steht alles halb. Ein politisches Gebilde mag zerbrechen, aber das Volk, die Bevölkerung, ist immer noch stark. Ja, hoffen wir es, dass wir sie wieder unter einem Banner sammeln können. Denn ich fürchte, das ist unsere Aufgabe. Oh, wenn mich jetzt meine ganzen Kameraden von der Schule damals, von der Preistagsschule damals sehen könnten, oh, die würden sich krumm lachen. Wieso? Dass ich als Krantensohn jetzt auf einmal die Geschicke des Mittelreiches bestimmen soll? Nun ja, also auf dem Papier seid ihr ja auch so etwas wie ein Mittelreicher. Und genau das ist die Ironie, worüber sie sich alle lustig machen würden. Aber ist das nicht schön? Ist das nicht eine Aufwertung? Also das Mittelreich ist doch etwas größer als das alanefanische Reich. Ich will euch nicht zu nahe treten, natürlich, aber... Oh, keine Sorge, ich besitze jetzt nicht den größten nationalen Stolz. Wir haben unsere ein, zwei Plantagen, aber es gibt eher Konkurrenz anstatt nationalen Stolz. Naja, da habe ich bei Raffin manchmal einen anderen Eindruck, aber vielleicht ist er auch besonders. Nun, es kommt immer darauf an, woher man kommt, nicht wahr? Wenn man... Es klingt jetzt zwar sehr herabwürdigend, was mir auch leid tut, aber die Leute aus den niederen Ständen sehen nur die positiven Seiten, sehen nur den güldenen Glanz, den die Granden zeigen wollen. Und doch dahinter... Ich habe alle Worte, die ich bis jetzt gesagt habe, waren wahr. Es ist Intrigen, es ist Verrat, es ist üblich, dass man weiß, was das Gift der Woche ist. Das
klingt furchtbar. Also ich meine, das Schlimmste, was man hier als heranwachsender Adliger ertragen muss, sind irgendwelche komischen Duellforderungen bis aufs erste Blut oder so, falls man jemanden auf die Füße getreten ist oder, keine Ahnung, Pferdewettrennen machen und der Verlierer muss irgendwie den Stall sauber machen. Es ist ein sehr, sehr elitärer Club, könnte man sagen. Diejenigen, die geeignet sind dafür, steigen auf, werden reich, werden zu Herrschern, die es nicht schaffen, bleiben auf der Strecke. Na gut, dass ihr da jetzt heraus seid. Oh, ich habe mich von Anfang an ein wenig abseits gesehen. Ich bin in die Armee gegangen, in die Flotte. Habe mich anderen unterstellt, habe mich dem Schutz anderer unterstellt. Außerdem mochte ich die See immer lieber als das Land. Seltsam. Ja, weil also, das Wasser hier nicht so stinken würde. Das ist richtig. Ach, das Perlenmeer war mal so schön. Ich bin ja teilweise an der Küste aufgewachsen, in Weilung. Also bevor das Ganze hier losging. Komischerweise hat es mich nie gereizt, zur See zu fahren. Lisa, halt, du solltest die Charybdik sehen. Die Charybdik ist wunderschön. Wundervolle weiße Strände in azurblauem Wasser. Palmen überall. Alles unberührt. Man kann überall an Land gehen und sich einfach entspannen. Ja, aber die majestätischen Berggipfel der Drachensteine? Das sandfreunde, da tobrische Hügelland? Es gibt auch dort Berge. Berge bewachsen von Dschungel, der einen nicht immer an jeder Stelle töten will. Vor allem. Ach, ihr spielt auf Maraskan an. Ja, genau. Ja, da habe ich schon viele schlimme Sachen drüber gehört. Glücklicherweise noch nie dort gewesen. Wir haben ja Helmenport eingenommen. Wir haben Boran, den Kriegshafen, niedergebrannt. Ich bin froh, dass Jalan nicht dabei war. Bei der Erwähnung von Manning wäre er wahrscheinlich wieder durchgedreht. Kiaras, das seid ihr ja. Ich habe gehört, ihr feiert und ich bin nicht dabei. Ich habe die anderen gleich mitgemacht. Aber mir, Boltax, wollt ihr auch was? Natürlich. Ja. Was habt ihr denn schön da? Was habt ihr anzubieten? Taf. Oh. Wir sollten auch ein ganz feiner hier heute. Jetzt sollte unsere innere Harmonie wiederherstellen. Seid ihr fertig mit euren Geschichtslektüren? Ja, es war fantastisch und spannend und danach haben wir noch über andere Sachen geredet. Ja, wunderbar. Ja, wenn ihr wüsstet, was Abel mir in seiner Jugend erlebt hat, dann ja, also, schrecklich. Dann würde es euch schütteln. Mhm. Glaubt mir, der wurde nicht auf alle Partys eingeladen. Und dann gab es auch nicht die richtigen Bücher zu lesen. Wohl ich dreht mal Arafin am Fuß. Das scheint im Horasreich schlimm zu sein. Ich verstehe noch nicht, warum, aber... Und sein Haus hatte nur 12 Zimmer. Das müsst ihr euch mal vorstellen, nur 12. Euch erzähle ich nie wieder etwas. Aber mir, wir haben hier doch eine Aura des Vertrauens. Isarun, wie ist das denn bei euch gewesen? Ist das auch so schlimm? Okay, das kann mitleidig den Kopf schütteln, nur 12. Was genau wollt ihr denn wissen? Ja, wie seid ihr... Von der Akademie, von der... Wie war euer Haus denn damals? Wir haben bei Abelmir bei der ganz jungen Jugend angefangen. Ich bin in einem Schutthaus aufgewachsen. Was hattet ihr denn? Ein Gutshaus. Gutsbogelsen natürlich. Ein Gutshof war das so, ein schöner tobischer Hof, ein bisschen befestigt. Mit Innenhof, Ställe für die Pferde und so weiter und etlichen Zimmern. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Zimmer das waren. Mehr als 12? Vielleicht. Ich denke schon. Also wir hatten in einem Flügel auch die Gesindequartiere. Oh, okay. Und was, so ein Gutshof da, das passt dann auf den Rest vom Land auf, oder wie funktioniert das bei euch? Ist das so eine kleine Burg? Nein, eine Burg nicht. Also ein befestigter Bauernhof. Also nicht aus Holz gemacht, sondern schon aus Steinwerk. Aber von einer Burg mit, weiß nicht, Wassergraben oder so, ist das weit entfernt. Wir haben in einem sehr friedlichen Landstrich gelebt damals noch. Deswegen war es nicht notwendig, sich auf eine Burg zurückziehen zu müssen. Und von dort aus haben wir eben die Baronie verwaltet mit den ganzen kleinen Dörfern und Höfen ringsum. Da wurden dann die Abgaben zu uns gebracht und so weiter.
Und wie stark war eure Mannstärke? Wie viel Mann stellt gut Spogeln sind damals? Ach, so gute 200, wenn ausgehoben wurde. Das ist ja ganz ansehnlich. Das ist ja ganz ansehnlich. Ja, es ist zwar eine kleine Baronie, aber dadurch, dass wir an zwei Flüssen waren und natürlich auch am Sichelstieg, war es eigentlich ganz gut bewohnt. Und ihr hofft, das jetzt alles wieder aufzubauen? Ja, meine Großmutter ist dabei. Ach, natürlich sind jetzt noch nicht alle Flügel wieder aufgebaut. Einen, den Hauptflügel, den haben wir inzwischen wieder aufgebaut und na, der Rest, der kommt jetzt auch irgendwann dran. Schickt ihr denn auch Geld nach Hause für den Wiederaufbau? Nein, also mit Geld kann man dort im Moment auch gar nicht viel machen. Das ist alles Tauschhandel und Naturalien und es geht eher um Rohmaterialien und Handwerksarbeit. Oh. Interessant. Ja, kurzer Hinweis von mir, wenn ihr sowieso nichts mehr tut, hatte ich ja schon gesagt, wer nicht den Tag irgendwie mit anderen Sachen zu tun hat, sondern ihr wartet nur, dass Boltax wieder voll ist, dann könnt ihr zweimal regenerieren und dann jeweils 6 Stunden ruhen. Muss nicht unbedingt schlafen sein, aber ruhen, und aktuell tut ihr das ja. Okay, dann regeneriere ich mal. Ich bin schon voll. Ja genau, deine Lebenspunkte sind ja jetzt bei 19 max. Ja, geht flott. Chirurgisches Messer ist da. Ja, also und dann seid ihr vom Gut Spogelsen damals ausgezogen, um Magier zu werden? Oder wie? Ja, also es ist ja so, wenn man adlig geboren wurde, dann wird man ja irgendwann im Laufe seiner Kindheit auf eine magische Begabung geprüft. Eigentlich sollte ich nämlich gar keine Magierin werden. Eigentlich sollte ich Ritterin werden, so wie meine Mutter. Sie hatte sogar schon einen Schwertvater ausgesucht. Und dann wurde eben entdeckt, dass ich eine magische Begabung hatte und natürlich nach Beilung geschickt als beste Akademie. Aha, und da seid ihr dann einfach Magier? Warum seid ihr dann nicht trotzdem einfach Ritter geworden? Es geht nicht. Also, man kann nicht beides sein. Ah. Aber ihr seid doch jetzt auch. Wir sind doch alle Ritter, jetzt bist du doch auch Ritter. Ja, Ehrenritterin, sicher. Aber eine magische Begabung, wenn man die hat, die muss ausgebildet werden, sonst wird das ja ganz chaotisch und man kann seine Kräfte nicht kontrollieren und beschwört dann noch versehentlich einen Dämon oder so etwas. Ja, das ist schrecklich. Ja, sicher. Und deswegen muss das ausgebildet werden. Ah. Oder ausgebrannt. Ausgebrannt klingt schmerzhaft. Naja, es ist unschön. Eine Verschwendung der Kunst, oder also einer Fähigkeiten. Obwohl Jala mir widersprechen würde. Und dann seid ihr in die Armee eingetreten, oder was ist so ein Ablauf im Mittelreich? Ja, also es ist so, an meiner Akademie wird man natürlich für eine militärische Laufbahn ausgebildet und bekommt dann auch den Rang eines Fähnrichs, wenn man seine Ausbildung abschließt. Und dann müsst ihr in die Armee eintreten, oder könnt ihr das? Man kann sich natürlich freikaufen, aber wer würde denn so eine Ehre von sich weisen? Ah, und dann habt ihr... Sage weiter. Ja, aber wir sind Magier. Da hat sie nicht Unrecht. Und dann habt ihr eine kleine Einheit angeführt, oder wie funktioniert das? Was ist denn so eine Aufgabe von so einem Magier dann? Ich meine, habt ihr mit normalen Soldaten zu tun? Ja, schon. Also meistens wurden wir... einem höher gestellten Offizier oder einer höher gestellten Offizierin zur Seite gegeben, dienten dort als Adjutant. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich war eine Adjutantin einer Hauptfrau in einer Reiterei-Schwadron. Und andere sind dann eben als Quartiergehilfen und so etwas in größtenteils in Verwaltungsaufgaben tätig. Und ihr dient dann nur unter auch Magiern, oder war eure Vorgesetzte eine ganz normale Dame? Sie war eine profane Dame. Sie hielt nichts von Magiern in der Armee. War sie kein persönlicher Fan von euch? Nein. Unzufrieden mit eurer Anwesenheit? Oh ja, sehr unzufrieden. Also ich denke auch ehrlich gesagt, dass ihr Vorgesetzter sie ein bisschen bestrafen wollte, indem ich dann ihr als Adjutantin zugeteilt wurde. Und sie hat es zumindest als Strafe empfunden. Habt ihr sie denn am Ende überzeugen können von euren Fähigkeiten? Ich meine, an sich seid ihr ja ganz fähig. Ja, also sie hat mich eigentlich kaum zaubern lassen, aber ja, ich denke schon. Also zumindest mit meinen Schwertkampffähigkeiten war sie sehr zufrieden. Immerhin. Hat mir das natürlich nie gesagt, aber sie hat dann nicht mehr so viel gemeckert.
Das konnte man daran ablesen. Und dann hat sich eure Einheit nach der dritten Dämonenschlacht aufgelöst, oder? Naja, umstrukturiert. Ja, klar. Also es gab natürlich einige Verluste und so, die Schwadronen wurden dann neu gruppiert und so, aber rein theoretisch gibt es diese Einheit immer noch, ja? Oder, naja, es gab sie bis Wehrheim. Richtig. Aber dann habt ihr euch gedacht, ihr wollt nicht mehr in der Armee dienen und werdet lieber ein Pfeil des Lichts, weil... Ja, habt ihr die Pfeile mal in der dritten Dämonenschlacht gesehen? Ich war mit Nicht-Sterben beschäftigt. Also eigentlich wollte ich sterben. Also, nicht mit Nicht-Sterben beschäftigt. Also, ja, es waren eine Menge Magier, das ist richtig. Aber ich habe ja keine Ahnung, wer Pfeile des Lichts waren. Ach so, ja. Naja, ich konnte das ein bisschen beobachten und auch beurteilen. Das war schon sehr beeindruckend, was sie da gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn das vorbei ist, wenn der Krieg gewonnen ist, dann will ich auch ein Pfeil sein. Das war bei mir ganz ähnlich. Ich habe mir gedacht, wenn der Krieg vorbei ist, dann bin ich tot. Und dann war ich nicht tot. Nee, dann war das nicht ähnlich. Entschuldigt. Aber erzählt doch mal, wie seid ihr denn vom Schutthaus in die Basaltfaust gekommen? Das ist ja schon ein weiter Weg. Also damals... Also ihr müsst wissen, meine gute Frau Mutter hat damals neu geheiratet, nachdem mein Vater verstorben, vergiftet, vermisst, erschlagen. Also irgendwie, er war weg. Unhässlich. Ja, weiß ich nicht. Also meine Mutter hat neu geheiratet und der neue Herr meiner Mutter, dieser blöde Hurensohn, fand mich aus irgendeiner Grund irgendwie unfreundlich, rüpelhaft und so. Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Ich war ein zauberhaftes Kind, müsst ihr wissen. Und dann wurde ich in Richtung Straßenverband. Und ihr müsst wissen, dass die alanfanischen Straßen gar nicht so schön sind, wie man sich das vorstellt, wenn man dort als Straßenkind lebt. Es war für mich genauso überrascht wie für euch bestimmt. Aber da war tatsächlich, also Gewalt war an der Tagesordnung, was mir natürlich sehr gut gefallen hat, muss ich zugeben. Ich hatte mich dann nach kurzer Zeit durch einen extremen Maß an Gewaltbereitschaft und Gewaltbereitschaft vor allen Dingen als Anführer meiner eigenen ersten Bande durchgeschlagen. Ein stolzer Moment, muss ich ja sagen. Wie hieß denn eure erste Bande? Oh, Korsjünger. Ich weiß. Ein bisschen Klischee, ich weiß. Und, naja, und dann haben wir angefangen, andere Banden anzugreifen, weil die Wache ist einem hinterhergelaufen, wenn man normale Leute angreift, aber wenn man andere Banden angegriffen hat, dann war die Wache viel entspannter, wisst ihr? Dann haben wir den Plan entwickelt, rauben und plündern ist vielleicht das falsche Wort. Also wir haben sie umgebracht und ihnen die Sachen weggenommen. Ganz einfach. Und irgendwann war ich ziemlich groß und ziemlich stark und habe mir gedacht, auf der Straße leben ist scheiße. Dann habe ich gedacht, bist du Soldat. Super. Hat auch top geklappt. Soldat gewesen. Alles super. Mir nur aufgefallen, dass die Söldner, die mit uns arbeiten, immer viel mehr verdienen als ich. Fand ich scheiße. War ich fertig mit Soldat sein? Dann bin ich Borons ewigem Frieden beigetreten. Durch extreme Gewaltbereitschaft konnte ich mich wieder nach vorne arbeiten. Und war dann bald... ich war nicht der alleinige Anführer. Wir waren so ein... Aber mir, wie heißt das, wenn drei zusammen anführen? Ein Triumvirat. Triumvirat, genau. Wir waren ein Triumvirat. Und dann haben wir alle zusammen beschlossen, dass wir in der dritten Dämonenschlacht sterben wollen für Kors Ehre. Und dann habe ich überlebt. Ja, ihr habt das aber zu 99% geschafft. Ja, das war auch ein mieser Schlag in die Fresse, als die blöden Arschlöcher alle gestorben sind und ich stand da noch. Das war, sagen wir mal, da hatte ich schon einen Tiefpunkt, muss ich zugeben. Da war ich auch erstmal kurz schlecht gelaunt und dann war ich ziemlich weggedröhnt. Ja, und dann, wie der Weg sich so geht, mal in der Arena gearbeitet als Gladiator, weil man muss ja auch mal ein bisschen Geld an die Kassen spülen. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich nicht mal Interesse hätte, um so ein paar Duellen teilzunehmen, ob mich der das würdig erweisen würde. Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Tote später hat man mich erstmal aufgenommen. Das war eigentlich ganz nett, so richtig mit Zeremonie und allem, ich hätte dabei sein müssen. Der Großmeister hat mir sogar die Hand geschüttelt. Da war ich aber stolz, das kann ich euch sagen, da war ich aber stolz. Nur seitdem bin ich da. Und nur für die Aufnahmeprüfung musstet ihr Leute umbringen? Also nicht nur besiegen, sondern umbringen? Also man hätte sie bestimmt auch besiegen können. Aber warum? Ach so. Also es waren Duelle. Und
Naja, die haben gesagt, ihr könnt euch so lange prügeln, bis ihr fertig seid. Und da habe ich gedacht, ja, ne? Wenn es schon mal die Gelegenheit gibt. Da war ich ja nicht mehr so aktiv, als. Da war ich ja viel in der Stadt unterwegs, also, na, wisst ihr, da kommt man ja kaum noch zum Morden. Versteht ihr bestimmt. Also, nur ab und zwei, dreimal am Tag höchstens. Und da war ich natürlich nie ausgelastet. Das war schon ein glorreicher Moment, als ich dann da stand. Ja, und dann habe ich ein bisschen in der Stadt gearbeitet. Wir bei Saltfäuste ab und zu arbeiten wir auch mit der normalen Wache zusammen. Wenn es mal wieder besonders hart nach vorne geht, ein paar Fahnders zusammenprügeln, den einen oder anderen Sklavenaufstand unterdrückt. Das ist übrigens immer sehr witzig. Ich lade euch das nächste Mal ein, wenn wir einen Sklavenaufstand unterdrücken. Das macht immer Spaß. Ja. Und dann bin ich auf den hier getroffen und ich zeig mal mit meinem Fuß, reiße den über den Tisch. Hier, auf den da. Zeig auf Abel mir. Bin ich auf den da getroffen. Und dann habe ich mit dem durch den ganzen Dschungel gereist. Haben wir ein paar Dörfer platt gemacht. Übrigens, Abel mir hat einen miesen linken Haken, kann ich euch sagen, an der Stelle. Ja, dann haben wir da so ein paar blöde Moas umgebracht. Also eine Menge blöde Moas, ehrlich gesagt. Und dann bin ich hier gewesen. Das war's eigentlich. Isarun schaut Abel mir so ein bisschen verachtend an. Es waren Sklaven. Mhm. Also zukünftige Sklaven auf jeden Fall. Sie sind weggelaufen von ihrem Herrn. Sie haben die Ordnung gestört, könnte man sagen. Richtig. Aber wenn ihr wollt, ich lade euch das nächste Mal auf jeden Fall ein. So alle zwei, drei Jahre passiert das auf jeden Fall. Sehr freundlich. Ich werde verzichten. Ich könnte euch sogar einen Platz in der Reiterei besorgen, Isarun. Das ist immer besonders viel, besonders lustig. Lass mich. Ich bin mir sicher, aber ich denke, ich werde andere Aufgaben haben. Naja, gut, wenn ihr meint. Aber Kiaras, du erzählst doch immer von deiner Piratenvergangenheit. Mhm. Was hat's denn damit auf sich? Also, du hast da schon mal von erzählt, aber du hast gesagt, du hast Piraten gejagt. Oder warst du ein Pirat oder wie jetzt? Beides. Tatsächlich. Es ist zwar nicht sehr glorios, doch ich habe damals mit einem meiner besten Freunde, einem Zornbrecht, ein Geschäft gemacht. Er leiht mir ein Schiff und wir teilen die Beute. Und so bin ich zur See gefahren. Ich bin aus der Armee ausgetreten und habe mir eine Crew gesucht und wollte einfach frei und unbeschwert leben. Nun kam es allerdings eher dazu, dass die Leute, die bei mir angeheuert haben, doch um einiges aufregender waren, als ich gewollt hatte. Ein Magier nach dem anderen ist aufgetaucht, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall wurden wir dann von einem sehr illustren Magier angesprochen, ein sehr respektierter und sehr alter Magier, der eventuell sogar mächtiger war, als ich dachte, jetzt, da ich ein wenig mehr Erfahrung hatte. Doch er hat uns eine Aufgabe gegeben und gutes Geld dafür geboten. Er hat uns nun darauf angesetzt, seine Geliebte zu retten, die in dem Harem von Goldo Paligan gelandet ist. Also sind wir in die Villa Paligan durch die Kanalisation eingebrochen und haben ein Mädchen aus seinem Harem geklaut. Sehr vernünftig. Kanalisation ist ein guter Weg. Ja, seitdem ist Paligan nicht unbedingt gut auf mich zu sprechen gewesen. Ich weiß nicht, ob er jemals herausgefunden hat, dass ich es war. Wir haben deshalb die schwarze Flagge gehisst, mit dem Totenkopf. Dann sind so schnell wie möglich abgehauen, um zu versuchen, zu verdecken, was wir angestellt haben. Den Namen also Paligan irgendwo schon mal gehört. Ja, man hört ihn hier öfters. Ein Paligan ist ein Heptarch, ein anderer Paligan ist der oberste Geheimagent in Garrett. Aha, sehr umtriebig, diese Familie. Ja, sie sind überall. Es ist ein wenig nervenzerrend, muss ich zugeben, leider. Sagt denn ihr Geheimagent in Garrett?
Oder der Anführer der Geheimagenten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine Stelle er jetzt hat. Interessant. Das wisst ihr. Aber nun gut. Auf jeden Fall sind wir nach Sylla gefahren. Ein Piratenhafen. Dort habe ich einen Mann kennengelernt, der mich immer noch nervt. Sein Name war Hamaro der Sanfte. Ein Pirat. Und der war so ziemlich alles, was ich auch war, nur Land. Erfahrener, besser, erfolgreicher. Und ich habe mich in meinem jugendlichen Leichtsinn zu einer Dummheit verführen lassen. Wir haben uns wieder getroffen in Hunderlehm. Und dort hat er uns ein Angebot gemacht und wir haben die kleine Küstenstadt Port Palligan überfallen und ausgeraubt. Oh, das passiert ja schon mal. Und wieder Palligan? Schon wieder Palligan. Ich sag dir, dein Name verfolgt mich. Das auf jeden Fall. Wir sind dann nach den Norden gereist, nach Selem. Eine sehr schlechte Idee. Nachdem wir wieder aufgewacht sind aus sehr niederhöllischen Träumen, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das überhaupt zustande gekommen ist, waren wir, wie die Ironie so wollen, Gefangene von anderen Piraten. Ich bin in dem Bug des Schiffes aufgewacht mit meiner Mannschaft. Wir konnten uns befreien und haben uns dann von unten hinauf das gesamte Schiff hinaufgekämpft. Nur um herauszufinden, dass die Piraten bereits unter Angriff waren von der allein vorhandenen Flotte. Und so hat mein kurzes Piratenleben auch wieder aufgehört, als es dann die Boron-Sichel war, eines unserer neuesten Schiffe der Flotte, die mich aufgesammelt hat und wieder nach Hause gebracht hat. Ja gut, ist ja auch vernünftig, dass man euch da wieder nach Hause bringt. Als Grande. Kurioserweise war es meine Großnichte dritten Grades, die Kommando über das Schiff hat. Alessandra Carinor. Ja, so einen Granden kann man ja auch nicht einfach umbringen, nur weil er ein bisschen Piraterie betreibt. Das wäre ja auch seltsam. Großnichte? Oh, wie alt seid ihr denn? Nicht so alt, aber das liegt daran, dass andere Familienzweige sich schneller fortgepflanzt haben.